So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute wollen wir wieder ein paar Pokémon der fünften Generation entwickeln, uns neue Pokédex-Einträge holen. Vorab aber natürlich ein paar Infos, die wir wieder mal hier zusammengesucht haben. Letztes Jahr gab es ja die Mac in Erfurt. Wenn ihr auf der Mac in Erfurt wart, schreibt es mal in die Kommentare. Auch dieses Jahr wird es wieder eine Mac in Erfurt geben. Letztes Jahr war das eigentlich ganz cool, da habe ich auch Hong getroffen. Es gab viele Inkognito, es gab das Ausrufezeichen vor allem, worauf viele so scharf waren. Es gab viele Sachen zu sehen, die Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu konnte man da antesten, vorspielen hin und her. Dann gab es auf dem Rückweg in Erfurt gab es noch das Street Food Festival, das haben wir auch noch mitgenommen. Ich habe da mehrere Videos gemacht auf meinem Kanal und das hochgeladen. Dieses Jahr werden wir, denke ich mal, nicht vor Ort sein und uns anderweitig vergnügen. Aber Niantic hatte mitgeteilt, dass es auf der diesjährigen Mac in Erfurt Chellas, Panflam und Plinfa vermehrt geben wird. Außerdem werden Lockmodule 4 Stunden halten. Letztes Jahr auf der Mac gab es ja auch das SS Cap Pikachu, auch als Shiny, und nur da, seitdem gab es das nirgendwo anders. Vom Pikachu wird hier aber nichts gesagt, deswegen denke ich, nur für die Starter ist das eigentlich uninteressant. Von Inkognito steht ja auch nichts, ist also, glaube ich, uninteressant. Jetzt ist die Katze angekommen, wunderbar. Als nächstes haben wir neue X-Raid-Einladungen, sind gestern Abend rausgegangen für den 6.10.2019 und da ist jetzt offiziell Mewtwo mit Spukball drin, was eben auch shiny sein kann. Wer eine X-Raid-Einladung bekommen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Bei uns gingen leider keine raus an der Brücke der Technik, obwohl wir fleißig geratet haben, denn um 20 Uhr, als die Einladungen verteilt wurden, war wieder mal ein Ei auf der Arena und hat somit die Einladungswelle gesperrt. Wer das noch nicht weiß, die Arena muss frei sein, sobald dann ein Raid dran ist, ein Raid-Boss aktiv oder auch nur angekündigt in Form eines Eis, gehen keine Einladungen raus, auch wenn es die aktivste Arena in dem Zeitraum war. Kann man leider nichts machen, manchmal hat man da eben Pech. So, dann als nächstes haben wir das Adventure Sing V2 ist weltweit verfügbar. Das benachrichtigt euch jetzt also auch, wenn Pokémon in der Nähe sind, die ihr noch nicht habt. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, wenn ihr euch angemeldet habt, dass plötzlich so eine komische Benachrichtigung dasteht. Meistens ist da ein Chanera mit Schatten abgebildet. Das Abenteuer singt normalerweise ja zum Eierbrüten, wenn ihr nicht in der App seid. Jetzt eben verbesserte Version davon, dass ihr eben auch wisst, wenn was in der Nähe ist, was ihr noch nicht habt. Neuer Pokédex-Eintrag und so weiter. Ihr seht, auch da, das Feature ist noch nicht ausgereizt, da wird immer wieder was verbessert. Dann wurden Änderungen im Kampfsystem vorgenommen. Für die Leute, die immer gern PvP spielen, ist das sicherlich interessant. Das Timing für verursachten Schaden und aufgeladene Energie wurde verbessert. Pulsierende Gesundheitsanzeige, wenn ein Pokémon Schaden nimmt. Auch Änderungen an Attacken gab es. Blubstrahl senkt nun den Angriff eines Gegners. Psychokinese macht jetzt mehr Schaden. Standpauke hat einen schnelleren Energieaufbau. Neue Attacken sind hinzugekommen, zum Beispiel Donnerzahn. Vom Typ Elektro natürlich Eiszahn, vom Typ Eis und die Attacke Feuerzahn wurde verbessert, dass sie mit den anderen beiden hinhalten kann. Es gab natürlich noch 1000 andere Verbesserungen. Das könnt ihr aber alles nochmal bei dem offiziellen Pokémon, PokémonGoLive.com, könnt ihr das nachlesen natürlich. Da wird auch immer alles schön gepostet, alles was neu ist. Dann gibt es 3 neue Rucksäcke im Shop, nämlich von Shiggy, Bisasam und Lumanda, die ihr jeweils für 200 Coins erwerben könnt. Wer also keinen Gengar-Rucksack mehr haben möchte, kauft sich eben jetzt einen Glumanda-Rucksack und läuft damit durch die Gegend. Dann geht es nochmal um die kontinentalen Shinies wie Pitis und Sengo, denn mittlerweile sind ein paar Shiny-Raten bekannt, mit welcher Häufigkeit die auftreten. Für Vipitis wurde eine erhöhte Shiny-Chance ausgerechnet, die bei 1 zu 60 ungefähr liegt. Sengo hingegen hat die normale Shiny-Rate von 1 zu 450. Jetzt gehen wir mal live ins Spiel, denn da habe ich mir gestern auch das T-Shirt geholt. Das T-Shirt, was es jetzt eben zum Welttourismustag neu im Shop gab. Das sieht also so aus, ist weiß, habe ich mir gleich zugelegt. Und wir können auch mal bei Individualisieren schauen, ob die Rucksäcke da sind. Es ist alles weiß und es zeigt mir an, nichts. Na los. Oh, das Internet, das ist Kabel Deutschland. Wenn ihr Kabel Deutschland genauso sehr hasst wie ich, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich jetzt das WLAN ausmache, habe ich bestimmt eine bessere Verbindung. Das WLAN ist immer noch an. Jetzt ist das WLAN aus und was ist passiert? Ihr seht natürlich hier keine Internetverbindung. Nein, Bruder, mach's nicht. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt hängt sich das ganze Handy auf.
Aber kaum ist das WLAN aus, sind die Bilder da von den Rucksäcken. Hier habt ihr also zum Beispiel den Flammenrucksack für Glumanda. Gut, kann man mal mitnehmen. Ihr habt den hier, der sieht richtig eklig aus. Ein Knospenrucksack von Bisa Knosp. Ihr habt auch einen normalen Ruinen-Maniac-Rucksack. Wo kommt der denn her? Ja, der sieht gut aus als Wanderrucksack. So, und ihr habt natürlich noch diesen Panzerrucksack von Shiki. Werdet ihr euch einen Rucksack kaufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Da sind ja so viele Sachen dabei. Ich glaube, ich habe noch nie bei Rucksäcken reingeguckt, weil seitdem ich mit Gengar-Rucksack rumrenne, hat mich der Rest eigentlich nicht mehr interessiert. Jetzt aber nochmal zu Pantimimi, mit dem ich ja jetzt auch momentan laufe. Da können wir mal kurz den Stand abchecken. Wenn wir mal Pantimimi eingeben, mittlerweile habe ich also schon 7 Stück gebrütet. Die sind also meiner Meinung nach relativ häufig. 7-mal Pantimimi aus den 5-Kilometer-Eiern. Aber noch kein Shiny dabei. Und jetzt kommen wir noch zu den Entwicklungen in dieser Folge. Diesmal haben wir nämlich den Pilz, die Stachelbeere und den, ja was soll das sein, den Gollum, nein, den Zyklop, den Koloss, den keine Ahnung. Wir gucken uns das gleich mal an, den Golem könnte das heißen. Wir drücken mal hier wieder den Namen weg, dass wir das haben. Entwickeln wieder das Höchste. Hier haben wir nämlich einen Tarnpignon. Den entwickeln wir mit 50 Bonbons. Ihr seht, unten ist leider kein Schatten mehr da. Da habe ich nämlich mal mit dem Klicker die Entwicklung gefangen, was nicht absichtlich war. Ich lasse die Entwicklungen ja immer sitzen, dass ich das eben im Video für euch entwickeln kann. Da ist sie mit dem Klicker leider gefangen worden. Ich habe die dann aber direkt weggeschickt, sodass ich die nicht mehr hatte. Ein Hutsasa ist also draus geworden. Und wenn das in der Wildnis so rumsitzt, der Tarnpignon oder auch das Hutsasa, sieht das aus, als würde da ein Pokéball in der Wildnis rumliegen. 1896 WP, kann man so lassen. Sehr cool. Dann habt ihr ein Triple E. Das machen wir mal als zweites. Die Stachelbeere, wie ich sage. Oder auch Castadur genannt. Das werden wir auch entwickeln. Ich habe gestern nämlich schon wieder so viele Bonbons umgesetzt von den Sonderbonbons. Hat ja immer noch über 400. Die müssen weg und da wird alles rausgeballert. Was macht ihr mit euren Sonderbonbons? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ihr seht, das sieht aus wie ein UFO. Ein Stachelbär-UFO mit Tentakeln und auf jeden Fall sehr creepy. Pflanze- und Stahl-Pokémon. Tentantel. Nicht Tarnhell, sondern Tentantel. Tentantel, das liest sich komisch. Da denkt man, das eine T ist zu viel. Heißt aber so. Hat auch 1923 WP. Typ Pflanze Stahl. Und übrig bleibt noch der kleine Chaot. Den hat der Kenny letztens auch aus einem Zähne-Ei bekommen. Hat sich noch riesig gefreut. Gibt es natürlich auch wild. Golbit nennt er sich. Was ist Golbit? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist auf jeden Fall vom Typ Boden und Geist. Den wollen wir jetzt auch entwickeln. Ist bestimmt so eine Art Golem und seine entwickelte Form, wenn das so ein großer Klotz ist, der könnte ja auch zu Regi-Eis, Regi-Stil, Regi-Rock passen. Als Regi-Geist-Typ wäre das doch auch eine. Was ist das? Sieht aus, als hätte er dann Heftpflaster auf dem Bauch. Golgantes, ein Goliath. Das also sicherlich ein Golem oder so ähnlich. Immer noch Bodengeist 2473 WP. Habt ihr die drei Typen auch schon entwickelt? Habt ihr die drei Einträge schon bei euch im Pokédex? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Mir geht langsam die Luft aus und es wird immer wärmer. Ich schwitze schon wieder wie gar nichts. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein. Wie findet ihr die News? Wie findet ihr das mit dem verbesserten Abenteuer Sing? Wie findet ihr das? Die Attacken? Spielt ihr PvP hin und her? Habt ihr die Einträge? Schreibt alles rein, was geht, bis die Finger bluten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.